Moin! Ja, eigentlich war das Video, was jetzt gleich im Anschluss folgt, als ganz normales Unboxing-Video gedacht. Leider ist das zu einem Anfängerfehler-Video geworden. Es geht im Prinzip darum, dass ein Spiderling in der Haut stecken geblieben ist. Also er hat sich gehäutet während des Transports, ist bei mir gehäutet angekommen. Ich habe das im Prinzip nicht sofort erkannt, weil ich den Fall einfach noch nie hatte und habe dementsprechend, wie es für Anfänger relativ häufig ist, unüberlegt und nicht ruhig gehandelt. Um es mal vorwegzunehmen, in dem Sinne ist alles gut gegangen. Alle Spiderlinge sind in dem Sinne wohl auf, die ich bekommen habe, aber es hätte in dem Sinne habe ich eigentlich Glück gehabt und es hätte wesentlich schlechter ausgehen können. Im Anschluss werde ich dann versuchen zu erklären, wie man es richtig macht. Ja, also hier jetzt erstmal das ganz normale Unboxing-Video. Moin! Ja, also ich habe ja 39 Vogelspinnen und ich hatte mir gesagt, jetzt ist Schluss. Das war für mich jetzt irgendwo keine Zahl oder ist keine Zahl, dass ich jetzt so und so viele Vogelspinnen besitzen muss. Nein, ich bin einfach für mich selber persönlich an die Grenze gestoßen. Von der Zeit, vom Platz und vom Pflegeaufwand an, da jetzt männliche Vogelspinnen draus entstehen sollten, dann gehen ja immer mal wieder welche weg. Ja, außer eine einzige Vogelspinne, die stand irgendwo noch bei mir so im Hinterkopf, und zwar die Caribena versicolor. Die habe ich mir immer nicht getraut zu kaufen. Ganz am Anfang habe ich das natürlich mit gelesen, was das für eine Vogelspinne ist. Schön klein, also das war erstmal ein super Kriterium. Wobei ich gelesen hatte, also dass die in Gefangenschaft wesentlich größer werden als in Freiheit, womit das zusammenhängt. Ja, keine Ahnung. Aber ansonsten war die eben so von den Haltungsbedingungen, dass die nicht als Einsteigerspinne gehalten werden sollte, weil die einfach von der Haltung her ein bisschen tricky ist. Also die einen schreiben eben, die soll schön feucht gehalten werden, die anderen schreiben, um Gottes Willen, wenn die zu feucht gehalten wird, dann stirbt die und ist jedenfalls schwer durchzusehen. Ich denke jetzt einfach mal vom Spinnenvolumen her, was ich jetzt so alles habe, also da sind ja nun Baumvogelspinnen, Röhrenbewohner und Bodenbewohner, neue und alte Welt mit dabei, habe ich schon einiges kennengelernt und ich habe mir gesagt, wenn es irgendwann mal passt, dann werde ich da wahrscheinlich zuschlagen. Ja, und jetzt ist nun der Zeitpunkt gekommen, die Karin Hildebrand, das ist die Frau vom Volker von Wirth, da hat sie von, ich weiß jetzt gar nicht mehr wann das war, auf alle Fälle hatte sie da mal bei Facebook ein Bild gepostet mit den, oder viele und viele Videos mit den ganz kleinen Spiderlingen, wie sie da alle geschlüpft sind. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo diese vereinzelt wurden. Und in dem ganzen Kokon sind wohl 212 Spiderlinge gezählt. Davon wollte ich im Prinzip einen haben, aber da hat sie schon gesagt, also wie gesagt, das ist kompliziert bei der Art. Da rät sie mir wirklich, dass ich da ein paar mehr nehme. Und ja, da habe ich mich dann für 3 Stück entschieden. Und ja, ich wusste jetzt gar nicht, dass man bei so einer kleinen Anzahl auch ein Geschenk bekommt. Ich habe jetzt jedenfalls 4, deswegen stehen auch hier 4 Dosen. Das Paket habe ich jetzt schon geöffnet. Ich fand, das ist jetzt uninteressant. Wenn ich jemanden kenne, dann brauche ich das jetzt nicht noch zu zeigen. Das war alles tipptopp verpackt. Ja, die Baumbewohner, das sind ja so meine Freunde beim Umsetzen. Also ich habe da ja meine Erfahrung gemacht. Die erste und einzigste Vogelspinne war die Psalmopois Hirminia und die ist mir ja damals unter die Hand und dann hier zwischen die Uhr und vorne wieder raus. Das Video könnt ihr hier oben gerne dazu anschauen. Jedenfalls, die war unheimlich schnell. Ich habe jetzt keine Ahnung. Ich habe jetzt gelesen, die Caribena versicolor sind relativ friedliche Tiere, deswegen gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass die mich beißt. Aber ich schätze mal Baum, wobei, also wie gesagt, also die wird schnell sein. Ich finde,
bisher waren alle Vogelspinnen bei mir relativ schnell. Zumindest habe ich ja fast nur kleine. Ich habe mich deswegen diesmal darauf vorbereitet. Die Murinos, die sitzen mir noch in den Knochen, kann man einfach mal so sagen. Ne? Also ich habe mir jetzt hier eine große Dose genommen. Dann für den Fall, dass sie über den Rand der heimischen Dosen gehen, habe ich mir hier ein bisschen Papier reingelegt, wo ich dann hoffe, dass sie drin stecken bleiben. Und für den allergrößten Notfall habe ich hier meine Flasche sozusagen ohne Boden, die ich dann irgendwie drüber stülpen kann. Und zur Haltung im Prinzip noch zu sagen, also die Karin, die hat mir wunderbar, ne, wenn der Züchter einem dann auch Tipps gibt, und die Karin hat mir gesagt, ich soll im Prinzip ein Substrat, ein Bodensubstrat einfüllen von ungefähr 2 cm. Ein Korkstück noch mit da rein. Ich habe jetzt überall noch ein Blatt mit reingelegt, weil ich mir gedacht habe, die haben dann einfach einen Ankerpunkt, wenn ich die jetzt hier reinsetze mit der Filmdose, wenn die überhaupt rauskommen wollen. Ansonsten lasse ich die Filmdose direkt drin und nehme die irgendwann später raus. Das Ganze relativ feucht anfeuchten, und dann ist wohl das Entscheidende mit, dass die relativ warm gehalten werden. Ja, also das ist wohl sehr wichtig, und jetzt werden sich einige wundern, ja, Baumbewohner, was wollen die in der heimischen Dose? Ja, also ich habe das bei Praplastdosen übrigens schon gesehen, bei solchen flachen Praplastdosen, die werden dann hier so hochkant mit hingestellt bei Baumbewohnern. Also das funktioniert auch, das habe ich aber jetzt hier nicht vor, sondern sie hat mir gesagt, im Prinzip das alles mit rein, und die Vogelspinne wird sich dann irgendwo in der Ecke hier ein Gespinst bauen, und in dieser heimischen Dose verbleiben die wohl die nächsten drei, vier Häutungen, bevor die dann in ein Gefäß für Baumbewohner umgesetzt werden. Ja, ich bin gespannt, wie ich das hinbekomme, also jetzt überhaupt die zu halten, ob ich da klarkomme mit denen. Ich habe jetzt noch gar keine Vorstellung, was für eine Größe die haben. Es handelt sich, wie gesagt, um 4 Stück. Ich werde jetzt die Kamera wechseln und dann drückt mir die Daumen, dass das nicht in die Hose geht. So. Ja. So, ich konnte hier ein kleines Tier sehen. Hier so ein kleines Gespinst gebaut. Ja, und ich glaube, ich habe gelesen, die sind erstmal relativ blau. Ich glaube. Oh, das hat sich gehäutet hier. Und leider ist das, glaube ich, nee, aber es ist irgendwie nicht, es ist nicht ganz rausgekommen. Also ich, es kann natürlich auch sein, ich lasse das jetzt mal in dem Gespinst da so drin. Das wird ja auch einen Sinn haben, dass die das so gemacht haben. Das ist natürlich jetzt unglücklich. Vielleicht, aber gut, zurückstopfen hätte ich es jetzt nicht können. Ich habe gesehen, dass sich da noch was bewegt. Also das ist wahrscheinlich extrem frisch gehäutet. Ja, ja, jetzt bewegt sich das Tier. Und
Tja, das ist jetzt natürlich wieder so ein Anfängerding, da muss ich ganz ehrlich sagen, das hatte ich noch nie gehabt. Das ist natürlich jetzt richtig blöd, aber dadurch, dass das wie so ein Sack ist, diese Gespinstkugel, ist das, denke ich mal, noch alles in Ordnung. Und ja, also das werde ich beobachten und ich denke mal dazu noch einen separaten Film machen, beziehungsweise dann die Karin direkt mal ansprechen. Ja, also man sieht, sie bewegt sich und sie will sich bewegen. Ich kann jetzt nicht sagen, muss ich jetzt hier was tun oder kann die Spinne das selber machen? Ich kann nicht, aber ich denke mal, es ist immer besser, man lässt die eher in Ruhe. Also ich lasse sie jetzt mal lieber hier drin. Tja, aber das ist eben auch, ich denke mal, was ganz Typisches irgendwo. Denn es ist schon häufig so gewesen, dass ich Spinnen ausgepackt habe und dort eine alte Haut drin gelegen hat. Aber dass die jetzt so direkt im Häutungsvorgang, dass ich die so erwische, das ist natürlich jetzt wahrscheinlich eine blöde Sache. Vielleicht hätte ein erfahrener Spinnenhalter das gesehen und gleich wieder zugemacht. Aber tja, ich habe einfach nur gesehen, dass da unten eine Spinne sitzt. So, kann man die jetzt hier sehen? Hier sehe ich ganz eindeutig, dass hier alles in Ordnung ist und das Tier sich bewegt. So, hoho. Na gut, die sind wirklich relativ mini. Und ich denke mal, also die, da würde ich mir jetzt auch nicht so den großen Kopf machen, wenn die mir jetzt da irgendwo langläuft. Ich glaube, da kann nicht so viel passieren. Ich muss das hier bloß schön auseinander bekommen. So. Ja. Und die haben eben ihre schönen Pantoffelfüßchen da. Super. So. Jetzt möchte ich natürlich, dass das Tier... Ach, herrlich, ja, da sind die Füße. Das ist ja wirklich super. Zack, wunderbar. So, das hat geklappt. Die will natürlich jetzt hier hoch. Nee. So. Ja, sehr, sehr schön. Okay. Jetzt kommt Nummer 3. Ja, Nummer 3 ist auch ungehäutet. Ja, okay, also ich weiß jetzt nicht, ob es an der Größe liegt, aber die sind ja wirklich sehr putzig und machen irgendwie auch einen relativ, ich sag mal, tollpatschigen Eindruck vom Laufen her und von der Geschwindigkeit. Ist ja überhaupt nicht zu vergleichen mit den Erminia. Also das ist ja super. So. Ja gut, wer das jetzt geübt ist hier, da geht das bestimmt noch schneller von der Hand. Und zack. So, schön. Ist jetzt relativ so. Naja, also die sind wirklich, man sagt ja, ne, je kleiner, desto schwieriger in der Haltung, also zumindest vom Spiderling-Level her, wenn man da jetzt schon in einer größeren Fresshaut ist oder Nymphenstadion oder wie auch immer man das nennt. Also da sind die natürlich schon sehr, sehr mini und ich hoffe, dass da bei mir alles gut geht. Und auch mit der Häutung jetzt hier. Also da. Und jetzt kommt hier noch die Nummer 4. Das wäre ganz schön, wenn da auch kein Problem
wäre. Ah, die sehe ich schon direkt. Ja, kann man, denke ich mal, ganz gut erkennen. Da hat sich ein kleines Loch gebohrt. Aha. Ja gut, ich muss sagen, also würde ich jetzt mir nochmal welche bestellen, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich die wahrscheinlich nicht. So eine großen Vorsichtsmaßnahmen hier, das ist ja wirklich relativ einfach, weil die wirklich schön lieb und nett sind. Die Tiere. Super. So, in welche Richtung gehen wir jetzt hier? Auf die Korkrinde und jetzt hier noch mal ob man hier irgendwo doch eine Öffnung erkennen kann. Ja. Tja. Ich habe das Gefühl, jetzt ist sie ab. Jetzt ist sie ab, die Haut. Gott sei Dank. Ja. Also, ich denke mal, ich bin, ich habe es leider echt ungünstig erwischt. Ich hoffe, dass das alles gut geht. Sieht relativ vollständig aus, aber ich denke mal, was jetzt das Tier braucht, ist Ruhe. Also das wahrscheinlich ist die Häutung gerade eben erst passiert. Das ist natürlich echt unglücklich. Aber gut ist, also es bewegt sich, wie man sieht. Und es sieht auch so aus, als ob bei der alten Haut hier wirklich alles damit dabei ist. Es ist jetzt ein Tag später. Die Spinne ist in dem Sinne ausgehärtet, sieht auch ganz anders aus, schon viel besser, hat sich auch an der Seite einen Platz gesponnen. Aber ich habe es bei den Aufnahmen schon gesehen, also da steckte noch ein Bein in der Haut. Ja, das kann man eben auch hier nochmal sehen, also da fehlt ein Bein auf einer Seite und das ist sehr schade. Es ist blöd gelaufen. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Häutungsfehler war, ob ich zu schnell reagiert habe, beziehungsweise zu übereifrig. Vielleicht hätte ich sie erstmal in der Haut im Prinzip lassen sollen, in dem Gespinst da, was sie sich da gebaut hat. Tja, das ist, ich bin, wie gesagt, Anfänger. Mich würden eure Meinungen interessieren, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Tja, ansonsten bin ich erstmal froh, dass die Spinne an sich einen guten Eindruck macht. Also ich kann mir schon vorstellen, ich habe das schon oft gesehen, wie die Beine dann im Prinzip nachwachsen und das alles kein Problem ist. Alle anderen sind ebenso wohl auf. Die Karin hat mir gesagt, die bauen sich in der oberen Ecke, in irgendeiner Ecke, in ein Gespinst. Das haben die soweit eigentlich alle gemacht. Also das scheint so typisch für die zu sein. Eine hat sich noch gehäutet jetzt über Nacht. Ja, und die anderen, die werden das wahrscheinlich auch bald tun. Tja, also ein kleiner Dämpfer, sage ich jetzt einfach mal. Ansonsten bin ich sehr glücklich, dass es den Tieren jetzt soweit gut geht. Und ja, ich sage einfach mal Ahoi von der Ostseeküste. Tschüss. Ja, also man hat es gesehen. Ich habe den Fehler gemacht. Ich hätte erstmal Ruhe bewahren sollen. Mir wurde gesagt,
Ein erfahrener Halter hätte im Prinzip dieses Küchenpapier genommen und das in eine extra Heimchendose getan. Dann ein paar Tage abgewartet, also ein, zwei Tage, bis das Tier vollständig ausgehärtet ist und hätte dann das Bein autotomiert. So heißt der richtige Fachbegriff. Ja, und warum? Also bei dem Tier, so wie ich es vorgefunden habe, ich bin ja erstmal davon ausgegangen, oh verdammt, das Tier ist tot, bis ich dann gemerkt habe, dass es sich gehäutet, dass es sich bewegt. Ja, und als ich es dann zur Seite gestellt habe, so hätte ich es fast belassen sollen. Da habe ich dann ganz am Ende nochmal zurückgenommen und habe gemerkt, aha, da ist das Tier versucht sozusagen rauszukommen aus diesem Gespinstsack, sage ich jetzt einfach mal. Und das hätte ich im Prinzip alles belassen sollen, bis das Tier erstmal richtig aushärtet. Also die Sollbruchstelle, beziehungsweise die Bruchstelle, wo das Bein abgerissen ist, beim Ziehen, beim Wegziehen von der Haut, die hätte durchaus auch mitten im Bein sein können und dann hätte das Tier sozusagen verbluten können. Dass das jetzt dort abgegangen ist, wo die Tiere das in der Regel abwerfen, also es hätte passieren können, das macht es von selber, das Tier nach ein, zwei Tagen, dass es merkt, es stört einfach, dass ich da noch eine Haut dran habe. Das hätte passieren können, aber es hätte natürlich auch passieren können, dass ein sogenanntes Holzbein entsteht, also dass das in der Hälfte irgendwie abreißt und dann ist es im Prinzip so, dass die, wie sagt man, dass die nächste Häutung, die dann darauf folgt, genauso die Probleme wieder hervorruft. Also ich habe in dem Sinne Glück in Unglück gehabt, dass das da abgerissen ist, wo es abgehen soll. Und dass das Tier in dem Sinne nicht verblutet ist, also ich hätte überhaupt gar nicht gewusst, was ich da machen sollte. Mir ist das ja in dem Video, ich habe das im Nachhinein gesehen, dass da das Bein abgegangen ist. Ich habe das selber überhaupt gar nicht wahrgenommen aus meiner Perspektive. Man hatte richtig gesehen, wie das da in der Haut noch drin steckt und pulsierte. Ja, also großes Glück im Prinzip. Aber es ist, wie es ist. Als Anfänger ist eigentlich der größte Fehler immer diese Ungeduld. Ne? Also man hat den Lösungsvorschlag oder man sieht ein Problem, man denkt, um Gottes Willen, wenn ich jetzt nicht sofort einschreite, dann stirbt mir die Spinne oder ich muss jetzt unbedingt was tun. Und das ist ja eigentlich der Fehler. Ne? Also ja, man sollte eher Ruhe bewahren. Ich hatte die ganze Zeit die Möglichkeit gehabt, einfach das Handy zu nehmen, entweder in der Gruppe eine Frage zu stellen oder jemanden direkt anzuschreiben, wie ich es dann danach gemacht habe, als mir das alles passiert ist. Ja, also Ungeduld ist wirklich ein großer Fehler, da können daraus blöde Sachen entstehen. In dem Fall habe ich Glück gehabt, aber man muss einfach wirklich Ruhe bewahren. Das ist, denke ich mal, so das Hauptding. Ja, okay, also alles gut gegangen, alle vier Spiderlinge leben noch. Jetzt haben wir es 2 Tage nach Ankunft. Die haben, wie gesagt, jetzt alle ihr Gespinst oben und sind wohl auf, auch der mit dem fehlenden Bein. Wie man so ein Bein richtig autotomiert, autotomiert, ja. Das verlinke ich unten in der Beschreibung. Der Volker von Wirth hat da ein Video gemacht. Da wurden wohl für eine DNA-Analyse, wurde das, glaube ich, bei 60 Spinnen ein drittes Beinpaar ja, amputiert, kann man aber eben autotomiert. Und da kann man das nochmal genau sehen. Das ist natürlich vom Profi, sage ich einfach mal. Also ich hätte es jetzt gar nicht so unbedingt drauf, da die Pinzette da zack und zack. Also das kommt dann wahrscheinlich mit der Zeit. Aber da kann man das einfach nochmal sehen, wenn ein Tier irgendwie Probleme mit diesen Gliedmaßen hat, wie man das entfernt. Und ansonsten schreibe ich in die Beschreibung auch nochmal so, wie mir das im Prinzip mitgeteilt wurde, wie man das entfernt, wie man sich korrekt verhalten hätte. Ja, das war's in diesem Sinne. Ahoi von der Ostseeküste. Tschüss.